Querblicke. Kreuz und quer durch Themen des alltäglichen und ganz normalen Wahnsinns. Mit dem Blick von Querdenkern. Von Mensch zu Mensch und mit dem Herz auf der Zunge. Mit Sicherheit ohne Political Correctness, dafür mit Patt. Im Dezember 1895 wurde in einem Pariser Café der einminütige Film Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof La Ciotat gezeigt. Dieser von den Gebrüdern Lumière gemachte Film löste unter den Zuschauern Panik aus, weil sie dachten, der Zug würde in das Café einfahren. Heute wird behauptet, diese Fluchtreaktion der anwesenden Gäste wäre aus Werbegründen dazu gedichtet worden, um die Geschichte etwas auszuschmücken. Da aber weder Für- oder Widersprecher 1895 in Paris dabei waren und Geschehnisse, also die Geschichte, seit mehreren hundert Jahren verfälscht und verbogen wird, lassen wir das einmal dahingestellt. Schalten wir doch lieber unseren eigenen Verstand ein, um uns ein Urteil machen zu können, was an dieser und anderen Geschichten wahr oder falsch sein könnte. Außerdem werfen wir in dieser Folge von manipulierte Gedanken einen Blick darauf, was sich sonst noch aus den bewegten Bildern von früher ergeben hat und wozu dies heute genutzt wird. Ob und wie wir dadurch manipuliert werden, sowie welche Gruppe von Menschen am einfachsten zu beeinflussen ist. Außerdem kommt der älteste Teil von unserem Gehirn, das Reptilienhirn, zur Sprache und einen kleinen Blick auf verschiedene Wellenbereiche, in denen sich unsere Gehirnaktivitäten bewegen, werden auch angesprochen. Dazu gibt es auch wieder eine erschreckende Erkenntnis, was das Thema Roboter-Mensch betrifft. Das alles nun im vierten Teil von Manipulierte Gedanken. Tonight's the night. Get the tools. Let's go. Wenn man versucht, sich daran zu erinnern, wie es war, als man zum ersten Mal in seinem Leben etwas bis dahin Unbekanntes gesehen hat, so zum Beispiel als kleiner Knirps im Kinderzimmer einen unheimlichen Schatten vom Spielzeug an der Wand, und wie die Reaktion daraufhin war, naja, da kann man sich auch vorstellen, dass die Leute damals in Paris die Hose voll hatten. Immerhin war es für die Anwesenden das erste Mal, dass sie mit diesem Eindruck eines einfahrenden Zugs konfrontiert wurden, was es ja bis dahin nur auf Schienen und im Reellen gab. Zwar mag der ein oder andere schon einmal ein Daumenkino gesehen haben oder eine Vorführung von Bildern mit optischen Täuschungen, die in Schaubuden und auf Jahrmärkten sehr beliebt waren, aber eine Eisenbahn in Echtgröße ist doch ein etwas anderes Kaliber. Von damals bis heute hat sich im Bereich bewegte Bilder, Technik, Animation und was dazugehört einiges getan. Und wenn es heutzutage auch schon ein bisschen mehr braucht als ein an die Wand projizierter Zug, um uns zu ängstigen, bleibt das Prinzip doch das gleiche, die Illusion. Dass wir den Film sehen, wie wir ihn sehen, ist ja schließlich bereits eine Illusion. Man soll nicht vergessen, dass es sich nur um Bilder handelt, egal wie viele pro Sekunde hintereinander abgespielt werden. Und gerade in diesem Bereich, Film, Fernsehen und Kino, sorgt der 3D-Effekt für lebensnahe Situationen. Und obwohl das bewegte Bild längst zum Alltag gehört, können wir uns der Illusion zum Beispiel bei einer rasanten Achterbahnfahrt nicht entziehen. Auch Monster oder lebensecht wirkende Raubtiere scheinen aus der Kinoleinwand zu kommen. Als ob man mit im Film dabei wäre, fühlt es sich in dem sogenannten Kinosystem IMAX an. Als dieses neue Seherlebnis auf den Markt kam, machte man sich das damals größte Filmformat zunutze, wofür eine riesige Leinwand gebraucht wurde.
Darauf wurde durch die hohe Auflösung und scharfe, helle Projektionen der Vegetationseffekt ausgenutzt. Diesen Effekt kennt man zum Beispiel von der Situation an der Ampel oder im Bahnhof, wenn man den Eindruck hat, sich zu bewegen, aber steht und der Zug oder das Auto gegenüber bewegt sich. Das IMAX-System wurde seitdem immer wieder erneuert, verbessert und weiterentwickelt. Dabei waren einige Projekte mehr, andere weniger erfolgreich, wobei 3D und HD sich auf alle Fälle durchsetzen konnten. Etwas irreführend sind die Begriffe 4D und 5D. Bezieht sich die Zahl bei 2 und 3D auf 2 bzw. 3 dimensional, so bezieht sich die 4 oder 5 nicht auf den Film. Hier geht es vielmehr um äußere Einflüsse, wie sich bewegende Sitze, Geruchszufuhr oder künstlich im Kinosaal erzeugter Wind, Regen, Nebel oder Schnee und ähnliches. Nun geht es ja hier nicht darum, verschiedene Kinoarten oder Effekte in Filmen aufzuzählen. Das weiß jeder selbst, der sich dafür interessiert. Als einzelnes Thema betrachtet, handelt es sich auch nur um das Freizeitvergnügen für Freunde des Films oder der Kinogänger. Es geht, und das nicht nur beim Thema manipulierte Gedanken, aber darum, sich klarzumachen, wie mehrere Faktoren ineinander hineingreifen und was aus dem Gesamtpaket entstehen kann oder schon entstanden ist. Also behalten wir uns für diesen Abschnitt der Folge einige Techniken der Filmemacher im Hinterkopf, um eine Verbindung zur nächsten Sparte herzustellen. Wie es unschwer zu erkennen ist, hat sich neben der Filmindustrie auch sehr viel im Bereich Spiele, Spieleentwicklung sowie beim Computer per se getan, ganz unabhängig vom Genre. Dass eine enge Zusammenarbeit in den Bereichen besteht, ist ohne Zweifel. So trainieren Soldaten mittlerweile mit Hilfe von Computerspielen, die speziell für das Militär entwickelt wurden, und bei den jeden Dienstag willkürlich befohlenen Morden durch Drohnenangriffe von den Amis, unter anderem von Deutschland ausgestattet, überwacht und ausgeführt, hat man auch den Eindruck, es wäre alles nur ein Spiel. Jedoch kommen die einzelnen Technologien auch auf anderen Gebieten zum Einsatz, etwa bei Simulatoren. Und hier ist die Grenze zwischen, was wir Realität nennen, und unseren manipulierten Sinnen völlig verschwunden. Der angehende Pilot sitzt in einem Cockpit. Die Lande- und Startbahnen sind originalgetreu. Tag, Nacht und Wetter kann 1:1 nachgestellt werden. Das Ganze ist natürlich auch in allen anderen Lebensbereichen möglich, die man simulieren möchte. Beim Auto- und Motorradfahren, beim Waldspaziergang, im Museum oder der Ausstellung, auf der Urlaubsinsel oder im Wellnessbereich und so weiter. Auch Neurowissenschaftler, Psychologen und Ärzte aus anderen Bereichen haben sich diese Erkenntnisse und Forschungsergebnisse über virtuelle Welten zunutze gemacht. Verhält man sich in einer virtuellen Welt aktiv, so empfindet man sie als real. Dies geschieht zum Beispiel mit einer Gesichtskamera, in der eine bestimmte Situation simuliert wird und man in unserer Welt Aufgaben zu lösen hat. Ein Beispiel: Durch die Kamera wird ein Park als Umgebung dargestellt. Der Versuch findet jedoch in einer Halle statt, wo Gegenstände, die sich in einem Park befinden können, ausgelegt werden. Mülleimer, Wasserpfütze, Hundehaufen, Zäune, Parkbank etc. Nun geht die Versuchsperson quasi durch die real-virtuelle Welt und verliert nach kurzer Zeit das Gefühl, zwischen Realität und der Projektion zu unterscheiden. Also haben wir hier im Prinzip das Gleiche wie schon bei den optischen Täuschungen oder dem Experiment mit dem Gummihandschuh. Es ist uns vollkommen bewusst, dass eine Situation nur Illusion ist, aber dennoch fasst es unser Hirn als Wirklichkeit auf und wir können uns dieser Illusion nicht entziehen. Einen Vorteil aus all dem können Menschen sehen, die sich in therapeutische Behandlung begeben. So können sie etwa durch die Simulation die Angst vom Fliegen verlieren. Andere Maßnahmen finden sich in der Bekämpfung von Phobien wieder, wie zum Beispiel die vor Spinnen, Insekten oder sonstigen Getiers, das Angst oder Ekel hervorruft.
Ebenso kann mit dem Eindruck, auf einem Wolkenkratzer zu stehen, die Höhenangst bekämpft werden. Es braucht aber nicht unbedingt Hightech, um Reaktionen festzustellen, wenn es um virtuelle Welten und Regungen beim Menschen geht. Oder genauer gesagt, Gefühle und Emotionen, die menschlich sind. Es reichen menschenähnliche Gesten oder Körperhaltungen von plump dargestellten virtuellen Publikum auf dem Bildschirm, um jemanden aus der Reserve zu locken. Es wurden Gefühlsregungen festgestellt, als Probanden vor Avataren eine Rede halten sollten. Sie wurden auf gelangweilt, interessant, provozierend, faszinierend und so weiter dargestellte Gesten, eben Gesten, die man aus der realen Welt kennt, festgestellt. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich der Mensch nach anderen Meinungen richtet, kommen sie auch nur von einem Bildschirm. Und auch diese Tatsache ist bewusst, lässt uns aber dennoch nicht kalt. Allgemein wäre dies auch im Bereich Gruppenzwang einzuordnen, worauf ich in einer der nächsten Folge zurückkommen werde. Um zu verstehen, warum es uns auch innerlich berührt, wenn Avatars uns gegenüber nett oder fies sind, sollten wir uns nochmals in unserem Gehirn umschauen. In unserem Großhirn, auch Denkhirn genannt, reguliert der dorsale Prämotorkortex unbewusst ausgelöste Gefühle. Einfach ausgedrückt vergleicht dieses im Stirnhirn sitzende Zentrum das, was die Umgebung hergibt, mit Erfahrungen. Stimmt dies halbwegs miteinander überein, wird es als Realität wahrgenommen. Das vordere Stirnhirn ist der am weitesten entwickelte Teil unseres Hirns, wo unsere Identität reguliert wird, Zukunft geplant wird, die persönlichen Erinnerungen hängen und wo das stattfindet, was der Mensch sich finden nennt. Dies betrifft nicht nur das eigene Ich, sondern auch das, was um uns herum passiert. Was eventuell manche pubertierende Aktion bzw. Reaktion entschuldigen könnte, ist, dass dieser Bereich bis weit über das Teenageralter nicht ausgebildet ist und bis zum 25. Lebensjahr reifen kann. Bei Tests mit ca. 10-jährigen Kindern stellte man kaum oder gar keine Aktivität in diesem Bereich fest, als sie in virtuellen Welten unterwegs waren. Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche schutzlos virtuellen Welten ausgeliefert sind. Je nach Alter, je nach Reife dieses Zentrums und je nach Einfluss. Dieser Einfluss bezieht sich auf alle virtuellen Dinge, wie den Fernseher mit den schnell geschnittenen neuen Kindersendungen, auf Spiele, auch wenn sie noch so als pädagogisch wertvoll angepriesen werden, dazu nur mal überlegen, wer damit Geld verdient. Dazu gehören virtuelle Familien- oder Sportspiele, die von demselben Verbrecherpack hergestellt werden, wie die, die andere Scheiße als Lehrprogramm durch Lobbyarbeit und Korruption an Lehranstalten anbieten. So böse es sich auch anhören mag, aber genau so schafft man sich Generation um Generation, oder sollte man besser züchten sagen. Gut, so züchtet man sich die nächste Generation von Sklaven, Befehlsempfängern, Karrieregeilen, Ja-Sagern, Bildungsfernen und Leute voller Hass und Gier, die nur zum Konsumieren und Arbeiten gebraucht werden. Roboterhirne in menschenähnlichen Körpern. Das ist natürlich auch im Sinne von all den Unnötigen, die im Dienste der BRID tätig sind. Von nichts haben sie Ahnung und würden in der richtigen Arbeitswelt wahrscheinlich Hundehaufen aufsammeln. Stasi-Erika nennt das Internet Neuland. Aber wenn es darum geht, neue Sklaven für den Wachstum zu züchten, sind sie sofort mit dabei. Und hier schließt sich zumindest ein Kreis zwischen Global Playern, Lobbyarbeit und käuflichen Vollpfosten. Kommen wir nun zu den Wellenbereichen. Das Gewusel in unserem Hirn zwischen Neuronen, elektrischen Impulsen, den Verbindungen über Synapsen und was da sonst noch so alles vor sich geht, spielt sich auf verschiedenen Frequenzbereichen ab. Wenn wir aufmerksam einem Vortrag lauschen, mit dem Gedanken also bei der Sache sind, wie man es nennt, liegt der Frequenzbereich, in dem sich das Gehirn gerade befindet, in einem anderen, als wenn wir zum Beispiel einen Spaziergang machen und so vor uns hin träumen.
Unterteilt werden die Bereiche in Alpha, Beta, Delta, Gamma und Theta. Nun ist es bei unseren Gehirnaktivitäten nicht so, dass das eine das andere ausschließt. Also quasi wie wenn mit der Fernbedienung für den Fernseher von 1 auf 2 geschaltet wird. Das sage ich, weil man sich das im Allgemeinen gerne so vorstellt. Als wie wenn der, sagen wir mal, Alpha-Bereich Feierabend macht, die Stechuhr drückt und Beta jetzt an die Schicht kommt, bis dann wieder ein anderer die nächste Schicht übernimmt. Obwohl, so schlecht ist dieser Vergleich gar nicht. Denn in Gedanken ist man ja auch schon auf dem Weg zur Arbeit, also auf dem Weg zur Stechuhr, bei dem, was kommt. Und beim Feierabend machen, wenn man nach Hause fährt, befindet man sich auch noch in einer Zwischenwelt, so zwischen scheiß Job und Schiff ist ein Arsch und jetzt lege ich mich gleich mal in die Wanne, trinke ein Bier, esse was und gehe dann mit der Freundin noch weg. Und genauso gibt es diese vermischten Frequenzbereiche in unserem Hirn, zum Beispiel zwischen dem Schlafen und Aufwachen oder dem Entspannen, wenn man gerade mal eine Pause macht und dem darauffolgenden Stress. Jedenfalls ist das so, solange diese Frequenzbereiche von äußeren Umständen nicht gestört oder manipuliert werden. Dieses manipuliert kann man verstehen, ohne gleich etwas Schlechtes oder Böses dahinter zu sehen. So manipuliert zum Beispiel der Hypnotiseur die Frequenz beim Hypnotisieren oder derjenige, der beim Meditieren oder anderem in Trance fällt. Auch durch Drogen passiert das und ich höre die Schreie schon. Bei dem Wort Drogen. Nun ja, ich erinnere hier ganz kurz an die Autobahnen, die zwölfspurigen, um die es im dritten Teil von manipulierter Gedanken, Gehirnkreisverkehr ging. Man hat also seine Einstellung, wenn es um Koks, Amphetamine, Pilze, Hasch oder Gras geht, ne? Meist schreien die Leute am lautesten, die noch nie etwas damit zu tun hatten, dafür sich aber tonnenweise Schmerzmittel und Antidepressiva einwerfen. Mitunter bei ekliger Brühe namens Champagner oder einem guten Wein oder Cognac. Naja, lassen wir das. Nur so viel. Später kommt das Wort Drogen noch einmal vor. Vielleicht bekommt es dann ja für den einen oder anderen eine etwas andere Bedeutung. Ich will ja auch nur damit sagen, wie man sich zwischen Frequenzen der Hirnaktivität befinden kann. Man kann ja schließlich keinen zum Kiffen zwingen. Wo kämen wir da auch hin? Wenn die Hälfte der Bevölkerung sich montags morgens denken würde, was? Ein Computer im Sonderangebot, im Aldi, ist an mir scheißegal. Leckt mich am Arsch, ich bleib liegen, kann doch kaufen, wer will. Mit der gleichen Erkenntnis ist das sogenannte dreigeteilte Hirn bzw. die Hemisphären zu betrachten. Klar ist, dass die rechte Hirnhälfte die linke Körperhälfte managt und umgekehrt. Aber wie bei dem Beispiel mit der Stechuhr arbeitet unser Großhirn, das limbische System und das Stammhirn, also das Reptilienhirn, nicht nach Schichten und getrennt voneinander, sondern jeder Teil spielt ein bisschen mit. Je nach Person, das eine mehr, das andere weniger. Und so wie bei den Frequenzen ist alles, auch getrennt voneinander, mehr oder weniger manipulierbar. Hier nun eine ganz grobe Übersicht darüber, was wo stattfindet. Wie schon erwähnt, ist der sogenannte Neokortex das weitest entwickelte Stück vom Hirn und ist auch unter der Bezeichnung Großhirn oder Denkhirn bekannt. Hier findet das bewusste Denken statt, das zielgerichtete Handeln, das Planen, das Entscheiden, das Abwägen und so weiter. Immer wenn bewusst etwas wahrgenommen wird, gefühlt wird, eine Emotion entsteht oder wir uns nur etwas einbilden, wird von da aus bewertet zwischen egal, gut und schlecht. Mehr kann es nicht, weil es so programmiert, sprich manipuliert ist. Durch Erfahrungen, Vorurteile, Gelerntem, Regeln, also die Autobahnen quasi, die breit sind. Nun ist es so, dass bei allem, was im Großhirn mit Verstand geregelt werden soll, auch das Zwischenhirn mit dem limbischen System an welchen mitsprechen will. Im limbischen System werden Gefühle wie Lust, keine Lust, Ärger, Freude usw. hormonell aufbearbeitet und gesteuert.
Durch die Zusammenarbeit mit dem Großhirn und dem Stammhirn entspringt hier das emotionale Erleben. Und wie schon gesagt, haben wir noch das Reptilienhirn, welches der älteste Teil ist. Hier wird sichergestellt, dass sich das gesamte Körpersystem in Gefahrensituationen am effektivsten verhält. Herzschlag, Atmung, Blutdruck und so weiter werden von hier aus gesteuert. Dieses angeborene Verhalten, also dass das Reptilienhirn in bedrohlichen Situationen das Kommando übernimmt, ist durchaus sinnvoll. Würden wir zum Beispiel durch einen Wald laufen und ein Bär steht plötzlich vor uns, dann würde es wenig Sinn für das Überleben machen, wenn unser Denkhirn anfangen würde zu analysieren, was für ein Bär, ob die Größe jetzt schon bedrohlich ist oder die Farbe des Fells nun schön oder nicht so schön ist. Genauso brauchen wir das limbische System nicht, das abwägen würde. Oh, süß oder so. Faszinierend, wie groß diese Tatzen sind. Nein, sinnvoll ist es nur, effizient zu sein, was in diesem Fall Angst und Flucht bedeutet. Andere Situationen, in denen unser Animalisches überwiegt, finden sich zum Beispiel bei Krankheit, im Alter, bei Verliebtheit, bei Drogen, im Stress, bei Depressionen, Müdigkeit oder krankhaften Glauben etc. wieder. Nun ist es ja so, dass sich das Reptilienhirn etwa 200 Millionen Jahre nicht verändert hat, die Lebenssituationen schon. Der Säbelzahntiger kommt aus der Kinoleinwand und Angst, Stress, Panik wird durch die Medien, durch die Politik oder die Gesellschaft erzeugt. Terrorangst, Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes, Existenzängste allgemein, was wird nur, wenn, Einschränkungen der Freiheit durch Regeln und Gesetze oder wie fühlt man sich alleine schon, wenn der Bulle einen Fahrradfahrer ohne Helm anhält oder du im Auto unterwegs bist und plötzlich hinter dir flackert das Blaulicht auf. Tatütata, der Schlägertrupp naht. Oh, war ich so schnell. Oh, geht das Rücklicht nicht. Oh, habe ich ein Glas Bier getrunken. Oh, habe ich was dabei. Hatte ich ein Handy am Ohr. Habe ich gelacht? Habe ich ihnen nur in die Augen geschaut? Habe ich ein Stoppschild überfahren? Bin ich verkehrt abgebogen? Habe ich Führerschein und Personalausweis? Warndreieck und Kotztüte? Auf alle Fälle ist es so, dass das Reptilienhirn immer mehr zum Dauereinsatz kommt, wegen den Alltagsumständen, aber oftmals eben kein reeller Feind zu sehen ist. Merkmale für das Reptilienhirnverhalten sind unter anderem Egoismus, Kaltblütigkeit, Starrheit, Territorialverhalten, Isoliertheit, Aggressivität, Gefühlslosigkeit, Argwohn, Grausamkeit, Eitelkeit, Nutzdenken, Gier, Neid und Missgunst, Verschlagenheit und so weiter. Außerdem orientiert man sich gerne nach Hierarchien und nimmt gerne Befehle an oder erteilt sie. Man sucht nach Autoritäten und gibt Verantwortung gerne ab, um sich nicht mit Dingen beschäftigen zu müssen, die in der jetzigen Lebenssituation für unwichtig gelten. Und so interessiert es die einen nicht, was in der Welt abgeht, den anderen kann man jeden Scheiß wie CO2-Klimawandel, 9/11, humanitäre Kriegseinsätze, Schurkenstaaten, Armee ist gut, Russe ist böse oder wie aktuell der Staatsstreich mit CIA-finanzierten Marionetten in der Ukraine als Wahrheit verkaufen. Solange wir im Hamsterrad des Systems rennen, wodurch Alltagssituationen für uns fast nur noch im Reptilienhirnmodus erscheinen, können wir nicht logisch oder kreativ wirken, sondern befinden uns im Wachkoma. Dies muss verstanden werden, dass hier von den sogenannten 99% die Rede ist, zu denen auch Leute gehören, die sich vielleicht momentan nicht dazu zählen. Außerdem muss das verstanden werden, um die Manipulation von außen als solche zu erkennen und zu beurteilen. Was es mit diesem Zusammenspiel zwischen Frequenzbereichen und dem dreigeteilten Hirn noch so auf sich hat, wie durch Tests festgestellt wurde, dass ab einer bestimmten Position der Mensch von nebenan zum Arschloch wird, und wie sehr sich der Reptilienhirnmensch nach Macht und Einfluss sehnt, das gibt's im nächsten Teil von Manipulierte Gedanken.
Dazu kommen ein paar persönliche Erfahrungen mit machtgeilen Bullen zur Sprache, also bewaffnete Uniformierte, umgangssprachlich auch Polizist genannt. Und an denen lasse ich kein gutes Haar, genauso wenig wie an Politikern, Staatsanwälten, Richtern, Beamten, Möchtegern-Chefs, Soldaten oder sonstigen Kurzgespatzten. Und der Frage, ob es möglich ist, Gefühlszustände von einer auf die andere Person zu kopieren, werde ich auch nachgehen. Also dann, bis die Tage.